Weiter geht's hier. Wir haben gerade Beweise gesammelt, dass Alice unschuldig ist. Es geht voran. Es geht voran. Ich kann das Spiel vielleicht um meinen Stab der Schande nehmen. Kann ich so mit der Königin sprechen? Hallo Königin. Muss ich da irgendwie direkt so ran oder sowas? Oder muss ich mit Alice reden? Ich weiß es nicht. Hey Alice. Ich habe die Katze gefragt, wie ich nach Hause komme. Und sie sagt, ich soll die Königin fragen. Als sie nachher suchte, wurde ich verhaftet. Sie hört mir überhaupt nicht zu, das ist unfair. Ich habe nichts Falsches getan. Ja, okay. Kann ich jetzt mit dem Kaninchen reden? Der Kaninchen. Sie irrt sich nie. Außer wenn sie sich irrt. Tschu. Du sollst schnellstens Beweise erbringen. Was stehst du da so herum? Was gibt es hier zu glotzen? Ich muss dich anstarren. Ich habe erst drei, ne? Habe ich das Zeug eventuell irgendwie... Ability? Sora, Rutschattacke? Kann man die Sachen auch wieder auslösen? Goofy-Rakete fliegt auf das Ziel zu und schlägt Bombe mit einer Spezialattacke. Gegner hinterlassen mehr Taler, LP und MP-Kugeln. Durch Ausrüsten aller Mitglieder steigt die Effektivität. Komm, wir sind mal gierig. Eine Weile. Moment, ist es noch nicht so schwierig. Rutschattacke, Analyse. Und Purzelbaum. Ich bloß mal eine Purzelbaum. Wie kommen wir an die Sachen da oben? Ah, ich muss mich einmal kurz zurecht. Okay. Ach ja. Ah, wie ich sehe, kann Donald automatisch alle Fähigkeiten einsetzen, die wir so gefunden haben. Abgesehen von uns selbst natürlich. Ja, voll weggerutscht. Was ist jetzt mit diesen... Ach so. Spring. Oh. Ja. Ich bin oben. War das nur dafür da? War ich da hoch? Von hier nach da? Kann ich sicherlich, wenn ich mich mal richtig anstelle dabei. Ja, das geht doch. Okay. Weiter geht es. Hier. Hier. Da ist glitzert. Öffnen. Pui, pui, pui. Der 16., der 17. und der 18. Welpe sind... Die Texteinwände sind zu schnell, aber ich denke, ich habe gerade ein paar Hunde gefunden in einer Kiste. Ich könnte jetzt da oben rein. Groß zum Essen. Ich muss wieder hinten. Dann dreh bitte mal die Kamera, so dass ich hier etwas sehen kann. Ist immer toll zu wissen, wohin man eigentlich geht. Hm. Okay, ich habe jetzt die Hunde eingesammelt. Aber eigentlich möchte ich da hinten hin oder da hinten hin. Also da hinten hin. Oder den Eingang da. Kann ich da mich am Rand entlang hangeln oder sowas? Geht sowas? Wo wollte ich jetzt rein? Da, 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 da.
Könnte vielleicht klappen, ne? Ich weiß noch nicht, ob, ich muss das mal ausschalten. Ob ich mich da festhalten kann über längere Zeit. Das übe ich natürlich mal kurz an einem Ding, was ich leicht erreichen kann. Hier. Nein, er hält sich nicht. Kann nicht entlang hangeln, wie es aussieht. Er hält sich nur fest. Oh, kann er mich festhalten und dann woanders abspringen? Muss man ja mal testen, ne? Ich könnte natürlich auch wie so ein seltsamer Typ, der seltsam ist, hier rumspringen. Das ging vorher besser. Lauf! Die Schreien kann man sich da nicht festhalten. Okay, was mache ich dann? Ich habe die Fähigkeit für Eis erhalten. Was kann ich damit bestellen? Kann ich irgendwen erfrieren lassen? Ich hätte gerne Äther. Dann könnte ich noch mal gucken, was die anderen Viecher da machen. Die anderen Blumen, die roten Blumen, die hier sind in diesem Wald, hätten gerne Äther. Stattdessen haben wir nur einen Kampf. Äther von dir. Kein Äther vor uns besitzt. Schade. Was haben wir sonst noch so? Tagebuch. 101 Dalmatiner. Okay, wir haben schon welche übersehen, wie es aussieht. Charaktere. Interessant. Das werde ich mir sicher irgendwann mal ohne es aufzunehmen durchlesen. Habe ich jetzt im Inventar eigentlich vielleicht irgendwo meine Ausrüstung? Nein, ich meine mir also immer Items. Gummi. Ich habe sehr viel Gummi. Vita-Gummi. Schadensbegrenzung. Truhe, das suche ich. Es sind vier Beweise. Okay. Nur wie oder wo, wem geben? Das ist jetzt die Frage. Das waren auch nur vier, ne? Hase. Okay, Item. Warum muss ich das der Königin geben? So will ich alle Sachen den Blumen geben. Item. Jetzt braucht keine High-Potion von mir. Kann ich die Beweise benutzen? Das ist immer noch die Ego-Perspektive. Truhe, Beweis, Fußspur. Tja, das ist natürlich jetzt ein bisschen knifflig. Muss ich auf der Kanzel da stehen und sagen, hier, guck mal, Beweise. Ich hab's, Beweise hier. Guck. Ach, verdammt. Bist du hilfreich? Nein. Bist du hilfreich? Genau, wenn man seinen Kopf verliert, kann es nicht mehr in den Magen gelangen, beziehungsweise nicht zerkleinert. Ja, du bist so neugierig, Alice. Ich muss doch irgendwem diese Dinger jetzt geben können. Ich muss diesen Dingern da die Sachen geben. Okay, das muss man erstmal wissen. Könnt ihr neue Beweise erbringen? Ja. Denn da
Verteidiger möge vortreten. Mal sehen, welche Beweise ihr gefunden habt. Es sind zwar eine Menge Beweise, aber das beeindruckt mich noch nicht. Karten, bringt meine Beweise hervor. Alle 5 Beweisstücke zu überprüfen wäre verlorene Zeit. Also dann, wähle eins aus, das du präsentieren willst. Anhand der Beweise werde ich das Urteil sprechen. Was, also Bemühungen? Du widersprichst, dann verlierst auch du deinen Kopf. Wähle nun, eine Schachtel. Okay, da ich gerade nicht sehen konnte, wie sie irgendwas gemischt hat, wird es wohl auch wahrscheinlich, wird wahrscheinlich auf jeden Fall dann, ach so, ich kann nicht mehr speichern. Die falsche sein. Und ich werde alle umbringen müssen. Bist du sicher? Es gibt keine zweite Chance, ja. Und der wahre Schuldige ist ein Herzloser. Was ums Himmels Willen war das? Hier ist der Beweis. Alice ist unschuldig. Mann. Ruhe. Ich bin hier das Gesetz. Laut Artikel 13 ist jeder, der mir widerspricht, schuldig. Das ist verrückt. Ergreift sie. Das könnte ein Problem werden. Schuss den Turm der Karten, ne? Nein, hau mal auf die Wachen. Ja, yep, das geht schon besser. Okay. Jetzt verprügeln wir sie. Das ist dein Ende. Perfekt. Achso, ich habe mit der Magie umgeschaltet. Was? Donald für Zauber benutzt, ja. So war das alles. Verstehe. Wie glaube ich das? So, ihr beide seid noch da, fertig und dann geht das. Bald. Das ist nicht das, was ich machen sollte. Oh, doch. Egal, einfach nur sinnlos draufhauen. Das bringt immer etwas. Du musst die Räder zerstören. Okay, habe ich gerade nicht gesehen, weil die Texte zu schnell ausgeblendet werden. Hier eine Potion für Donald. Das hat eine Ehre, schon noch. Na toll, ich habe gerade meine Potion verschwendet. Jemand hat sie während des Kampfes entführt. Ihr Trottel! Findet den wahren Schuldigen, egal wie. Ja, Königin, ne? Da möchte ich jetzt mal aber ein Wort wissen. Von dir so. Sprich auf den Tisch. Beeilt euch! Ohne Angeklagte gibt es keinen Prozess. Genau. Oh, kein Schuldiger, da kein Urteil. Die Königin hat gesprochen, findet Alice unverzüglich. Machen wir, nachdem wir nochmal gespeichert haben. Speichern. Komm ich jetzt? Nein, speichern.
Okay. Schätz mal, wir gehen hier nochmal rein. Alter. Hast du Alice gesehen? Alice? Nein, Schatten, ja. Wo sind sie hingegangen? Hier entlang, da entlang. Ist das so wichtig? Ja. Links, rechts, oben, unten, alles durcheinander, dank der Schatten. Tretet ein in den Wald, der zum einsamen Garten führt. Vielleicht findet ihr Schatten im Kopfüberzimmer. Alles klar. Nun. Der ist ja ein bisschen größer als vorher, ne? Der Klein stört gerade. Gut, gut. Jetzt zum Dicken. Der ist ja noch da. Und wir sehen ihn bitte mal an. Er ist geplatzt. Einfach so. Er war vollkommen wehrlos. Oh. Lalalala. Vielleicht werde ich die Kämpfe ein bisschen beschleunigen. So auf 125% setzen oder sowas. Weil es passiert ja nicht so viel, sage ich jetzt mal. Kann ich die Steine bewegen? Das wäre interessant zu erfahren. Kann ich da hoch und nein? Oh. Ihr müsst alle weg. Hier wird nicht gezaubert, hier wird. Sich mal verpisst. Ja, ich bekomme immer mehr Geld. Ich werde reicher. Ich will mal ran. Reichtum, Reichtum, Reichtum. Geld, Potions. Es ist wirklich sehr voll hier gerade. Ich bin sicher, ich spiele gerade total mies einfach nur. Donald, möchtest du dich auch hochheilen oder sowas? Könnt ihr das eigentlich überhaupt von selbst? Dann meine ich, könnt ihr die Energie überhaupt einsammeln, die hier rumliegt? Ich bin mir nicht sicher. Ah, jetzt ist der Weg offen. Der Stein ist weg. Hier wird nichts gezaubert. Alter. Ruhe. Ich schätze mal, wenn ich wieder Sachen einkaufen möchte, dann muss ich per Traverse Town fliegen, nicht wahr? Das ist dann wahrscheinlich schon mein Hauptbild. Und ich kann jederzeit wechseln. Ich glaube, ich verstehe das Prinzip. Dieses Spiel ist langsam. Ich möchte aber gar nicht. Ich möchte eigentlich für den Kram überlegen. Nicht, dass mir gerade ein Geldmangel wird. Nicht los, um irgendwas zu kaufen ist. Okay, der Weg scheint frei. Gut, auf in den Kopfüberwald. Oder in irgendwas Garten. Ah, Tea Party Garten. Da oben ist eine Truhe. Hm. Es ist niemand da. Herzlichen Glückwunsch zum Nichtgeburtstag. Yay! Viel Glück zum Nichtgeburtstag für dich. Die beiden sind nicht da. Komme ich darauf? Da sind überall Truhen versteckt. Ich komme noch nicht hin. Wie komme ich denn zu euch? Ich möchte das gerne wissen. Ich schätze mal einfach, jetzt noch nicht. Sie
verstecken sich irgendwo. Die Mohnenräte ausgraben. Mohnenräte ausgraben? Ihr wollt die Schatten finden? Macht das Licht an. Es ist alles auf dem Kopf. Nein. Weg mit dir. Ja, der Dicke wieder. Vorher müssen die Kleinen weg. Die Kleinen. Das sind nicht die Kleinen. Das sind die Kleinen. Hey, Klopsi. Oh. Nehmen wir die Kleinen erstmal aus dem Rennen hier. Da liegt. Ausgenockt irgendwo rum. Da ist noch einer. Weg mit dir. Ihr solltet eventuell doch mal nach Traverse Town. Ich denke mal, teuerste Ausrüstung ist die beste Ausrüstung, oder? Könnte das eventuell der Fall sein? Ich weiß es nicht. Ich scheine ja keinen direkten Vergleichspunkt zu haben. Okay. Da haben wir Lampen. Wie schalten wir sie ein? Hallo, Goofy? Donald. Können wir die anvisieren irgendwie und dann einen Feuerzauber drauf? Nee. Schätze ich mal nicht. Ich kann da mal vielleicht drauf. Kamera! Ja, spring mal irgendwo hin, wenn du siehst, wohin. Kamera, ich hasse dich. Der Ende. Kamera aus der Endgegner. Yeah! Bing! Es ist nicht hell genug. Ihr braucht mehr Licht. Was jetzt? Macht der andere auch an. Ein Licht müsst ihr noch anmachen. Komm so, das war ja wohl klar, dass du beide anmachen musst, oder? Alle Lichter sind an. Gleich seht ihr den Schatten. Sie sind in diesem Raum, aber nicht hier. Die Schatten schnappen sich vielleicht auch Herrn Knauf. Nicht Herrn Knauf. Okay, ich schätze mal, das, was mir die Grinsekatze gesagt hat, ist einfach nur, dass ich in den normalen Raum zurück muss und nicht in diesem hier verbleiben kann. Da stellt sich natürlich die Frage, wo geht's hier wieder raus? Was ist das? Ah, gleich die richtige Entscheidung getroffen. Ich muss da rein. Okay. Dreh doch bitte mal. Oh, die Kamera, ne? Man kann es gar nicht oft genug sagen. Ah, ich komme mal hier tun. Aufnehmen. Blitzrahrgummi. Es sind immer noch bei den ganzen Items die Final Fantasy-Bezeichnungen. Das finde ich gut. Ich möchte runter gucken können. Okay, ich kann nicht durch die Büsche. Wäre ja auch wohl zu einfach gewesen. Upsala. Also. Füllen wir uns auf. Und auf ins Wunderzimmer. Ins richtig stehende Wunderzimmer. Von oben habt ihr eine bessere Übersicht. Na, Kätzchen, Kätzchen. Die Schatten sollten bald hier sein. Ist er auf das Schlimmste gefasst? Wenn nicht, Pech gehabt. Autschi dann. Hallo? Nicht unser Freund, denke ich. Nicht unser Freund. Nein. Nicht unser Freund. Kann ich runter? Kann ich. Ha!
Da, es ist nieder. Er ist voll drauf. Volle Kanne draufgehalten. Ich kann wirklich seine Beine nicht angreifen. Ich muss auf seine Arme achten. Oder ständig springen. Das scheint auch zu klappen. Immer feste drauf. Komm, bück dich zu mir runter. Auch wenn ich was auf die Glocke bekomme. Oh, weiter, weiter, weiter. Nicht aufgeben. Donald ist am Boden. Nein, Donald. Ich muss ja nach wirklich zurück und meinen Kumpelfreunden Ausrüstung besorgen. Kann ich Kampfverhalten einstellen? So, dass er sich, wo man sich zum Beispiel passiv verhält und irgendwas nur Fernkampf macht oder sowas. Das wäre interessant zu wissen. Runter mit dir. Ich hab dich doch bald. Gar kein Ding. Alles gar kein Problem. Jetzt bleib doch mal hier, bitte. Ah. Donald lebt wieder. Donald ist zurück. Er ist wieder da. Alles ist großartig. Ich greif, glaube ich, von oben an. Ja. Kam ich da eben hoch. Ja, du halt schon wieder am Boden. Na toll. Fire. Ich hab keine Magie mehr. Nein. Auf. Komm doch bitte mal runter, du Viech. Ich möchte mal auf den Tisch. Das ist, sieht aber nicht gut aus. Nein, besiegt. Das war so nicht geplant. Die Schatten sollten bald hier sein. Das ist wieder das Ding. Los, Haus kaputt. Okay, wir sehen unsere Lebenspunkte jetzt. Das ist hilfreich. Fire! Ich habe keine Magie mehr. Ah, es ist unten. Kann ich seine Arme angreifen oder sowas? Was ich hier mache, ist völliger Blödsinn. Ne? Ich sag genug. Donald ist down. Nein, nicht Donald. Kein Wunder, dass seine Neffen bereits angefangen haben, ein eigenes Geschäft zu führen. Ich will nicht mehr weiter im Leben. Ja, alles drauf. Drauf. Das ist. Jetzt alles.
Ihr müsst alles geben. Er ist doch bald down eigentlich, Mann. Ich muss ja nur rankommen. Gar nichts. Komm mal her, Großer. Genau dafür. Na komm, er ist doch bald da. Analyse ist übrigens ein guter Zauber. Behaupt dich jetzt mal. Wollen wir mal an das Viech mal rankommen. Angriff. Da geht Donald schon wieder down. Kann ich wieder aufhelfen? Muss ich den rumschieben. Scheinbar steigen sie nach. Wachen sie nach einer Zeit selbst wieder auf. Kommen in den Kampf zurück. Okay, ich springe mal auf den. Ich kann nicht mehr auf den Tisch. Ich kann nicht mehr auf den Tisch, nein. Er konnte den Tisch absägen, aber nicht der Rest. Komm her zu mir. Ah, geh aber aus dem. Vielleicht die Kamera des Todes, ne? Da, Lebenspunkte. Jetzt geh doch mal aus dem Ding raus. Schnell. Was ist es? Was ist es? Es hat mehrere Balken? Ja, ich merk schon. Tisch bewegt sich. Ich kann nicht den Kamin aufmachen, ich will mal gucken, was geht. Ich wollte das Ding weit nutzen. Was kommt mal her? Freunde. Jetzt macht er einen auf Feuerio hier. Er hat den Tisch weggezaubert. Beziehungsweise den Stuhl. Ach, Mann. Nicht mehr anvisieren. Komm nochmal rauf. Jetzt wieder anvisieren. Komm her, Freund. Ja, genau, geh da rum. Komm runter. Magie. Alles rein, was ich habe. Das war schon wieder. Schade. Ja, diese Feuerattacken nicht ewig. Hopp. Komm. Der Dicke muss fallen.
passiert rein gar nichts mehr. Ich muss den jetzt wieder irgendwie von oben anwischen. Ah, die Kamera. Mein bester Freund. Alter! Wie nett. Jetzt komm mal runter. Alter, das geht doch nicht. Komm, es ist so wenig. Bei dir und bei mir. Jetzt, komm. Yeah. Voll geschafft. Phase 12. Noch mehr Lebensbalken. Ah. Flammenball erhalten. Yay. What a racket. How's a doorknob to get any sleep? Muss das Loch öffnen. Was war das? Habt ihr es gehört? Als ob es auch geschlossen wurde. Hm. Der Gummistein ist dicht wie die anderen. Okay, ich werde ihn nehmen. Navi-Gummi erhalten. Gummini. Ausgezeichnet, du bist ein Held. Falls ihr Alice sucht, sie ist nicht hier. Sie ist verschwunden, verschwunden mit den Schatten in die Dunkelheit. Dark Alice. Sagen American McKees Alice. Nein! Zurück zum Gummijet. Wir werden in anderen Welten nachsuchen. Bis zu einem Speicherpunkt, um zum Schiff zurückzukehren. Gut, wir speichern das Workshop erstmal. Sehr schön, wir haben Dinge gefunden. Nur nicht Alice. Ausrüstung. Sora. Flammenwall. Alle Feuerschäden minus 20%, Maximum AP und Angriffskraft steigen geringfügig. Nö. Bleibst bei der Schleife. Donald! Der Flammenwall für dich. Das bringt dir ein bisschen was. Nee, den gebe ich Goofy. Du kannst sowas gebrauchen. Ich möchte mich hier trotzdem mal kurz umschauen. Auch wenn wir hier im Grunde wohl fertig sind. Ich möchte noch schauen, ob die Königin noch was zu sagen hat. Königin. Na? Ich habe gerade keinen Verdächtigen, nein. Was machen wir jetzt? Wir sollen nach Alice in anderen Welten suchen, aber ist das unser Hauptquest jetzt? Oder sollen wir uns hier nochmal umsehen? Ich weiß es nicht genau. Na, ich schau nochmal kurz in den Wald. Was da nichts passiert ist, dann. Gehen wir nochmal zur Teeparty. Aber welche Teeparty ist schon vollständig ohne den Hutmacher der verrückten Märzhasen? Und natürlich Alice. Ah!
schätze mal, wir können da wirklich nichts mehr machen. Also geht es nun zurück in den Gummijet. Yay. Tee-Party-Garten. Da kommen wir gerade her. Und dann werden wir eventuell erstmal in Traverse Town, falls wir da jetzt hinfliegen sollten, ein paar Sachen für Goofy und Donald kaufen. Halt. Reicht wohl das Ding vollkommen aus, oder? Speichern? Nein, wir wollen zum Gummijet. Gummijet! Trophäe halten, der Kaninchenbaum. Level 3, normal. Gummijet-Mission? Gummimenü. Gummimenü? Was macht das Gummimenü? Das Tutorium aufrufen? Achso, Anleitung wahrscheinlich. Nö! Gummiwerft. Highwind. Gummianzahl das, Gummi das. Königin. Transform, nein, Warp, nein, Schild, nein. Gummijet. Ich kann ja verschiedene Dinger bauen, hä? Bestand. Ach, ist das hier so ein kleiner Mini-Baukasten für meine Raumschiff oder was? Blitzkanone. Computersteuerung. Okay. Königin. Modell Königin. Ich glaube, ich fliege erstmal so zurück. Ich möchte bitte nach Traverse Town. Das mit dem Gummimenü würde ich irgendwo mal mir ansehen, ohne dass ich hier irgendwas achten muss. Ja, das ist halt tatsächlich die Karte rückwärts. Nein! Herzlose! Es sind bald Wahlen. Da kann sich jeder für seinen privaten Herzlosen entscheiden. Verdammt. Das Ding ist aber auch schlecht zu steuern. Shit, shit. Ich dachte, ich bin ja Bauchstein oder sowas. Ja. Um was richtig Gutes zu machen, müsste ich wahrscheinlich hier farmen oder sowas, ne? Ich mal bald. APZ-Gummi. Abschnitt 2 oder 3. Oh. Anti-Zero-Gummi. Protest. Okay, langsam kriege ich auch die Steuerkirche raus, das ist schon mal ganz gut. Okay. Da ist Traverse. Hurras. Mission geschafft, Reifengummi. So. Ich möchte bitte direkt zum Accessoire-Laden fliegen. Hallo, hallo, hallo. Was brauchst du? Ich will einkaufen. Was darf sein? Ein Fleißring. Maximum AP steigen geringfügig. Psychianring. Ach ja, du bist ja nur so ein Schutzmensch. Ich möchte aber tatsächlich etwas von dem dreien kaufen. Und zwar Waffen. Willkommen, was möchtest du kaufen? Möchte ich? Ich will etwas kaufen. Ja, kaufen, in Ordnung. Reitgift für den Kampf hat eine Fotoschlosskraft. Aber zieht Mana ab, okay.
Rundlicht praktisch gut. Dient nur dem Offensivkampf. Schutz vor diversen Angriffen. Verstehe, wir haben hier einmal ein Verteidigungsschild, einmal ein Angriffsschild für Goofy. Wir kaufen mal den Butler. In die Truhe und wir kaufen auch einmal. Den Sternstab. Schönen Dank auch. Das war's. Okay. Ausrüstung. Goofy. Ritterschild. Tauschen wir einen gegen den Buckler. Gut. Das steigert schon mal die Angriffskraft. Perfekt. Donald. Tausch den Zauberstab gegen... Ich hab den Sternstab. Naja. Und das ist jetzt doch nicht so toll gewesen, wie ich dachte. Ich will etwas kaufen. Okay, gelogen, ich will verkaufen. Claro, Donald, du möchtest? Ah, kann seine Grundwaffe nicht verkaufen, ne? Camperset, okay. Kraftbolzen, Trüllerz. Ich kaufe mal ein bisschen Äther. Kampfstab, Kampfstab, Sternstab. Ich weiß nicht. Tja, dann bleibst du erstmal dabei. Ich schätze mal, dass die anderen Leute alle. Ah. Wir sind auch nicht alle im Hotel. Nochmal kurz ein Bild. Hallo. Leon ist wahrscheinlich bei der unterirdischen Höhle. Er trainiert dort oft. Weißt du, der Kanal in der Hintergasse ist mit der Höhle verbunden. So, so. Mhm, aha. Ist immer noch dick, habe ich gehört. Okay, wir kaufen nochmal für Donalds und Feuerschutzding. Was brauchst du? Ich will etwas einkaufen. Ich will etwas kaufen. Kaufen. Kaufen ist gut. Feuerring. Alle Feuerschäden minus 20%. Erstmal verwies es. Schau. Gut. Ausrüstung. Donald, du bekommst den Feuerschutzring. Genau. Aha. Okay. Ich überlege immer noch, ob das irgendwas bringt, wenn ich jetzt mal aufs Dach gehe, ne? Kommen wir da nochmal hin? Wie kommen wir da nochmal hin? Vielleicht sah jetzt irgendwas auf. Ich kann da rein. Noch verschlossen. Ist nicht oben der Typ, der die seltenen Dinge sucht? Zumindest habe ich es gelesen. Da wurde es vorhin gesagt. Ich glaube, ich habe es vorhin gelesen. Hutmacher! Oh! Ich wollte gerade fragen. Hey, Hutmacher, bist du da? Aber ich glaube, andere Sachen sind gerade wichtiger. Da sind sie wieder. Genau, sie sind tot. Okay. Yep. Ja, voller Kuchen auf. Hallo Freunde. Plot Twist. Wir sind gar keine Freunde. Ist gerade was aufgefallen. Da ist eine Truhe. Wie komme ich denn da hoch? Keine
Kann ich hier sowas wie eine Treppe bauen? Wieder mal. Gut, suchen wir also diese jetzt am Eingang hier. Hier ist es noch zu, wie es aussieht. Ah, ich erinnere mich noch an eine blaue Stelle. Das meine ich eine Teamfähigkeitsstelle. Das war diesen Glitzerbereich. Mit den ganz verschlossenen Türen und sowas. Hier kann ich wohl noch nicht hin. Hallo Freunde! Gut, gehen wir dahin. Das ist der falsche Weg, aber wir können ja trotzdem mal gucken, ob irgendwie kleine Hunde von dir irgendwo sein sollen. Da ist einer! Ein Welpi! Welpi! Da! Da ist er! Oh, bist du ein Feiner? Bist du ein Feiner? Bist du ein Feiner, ne? Bist du. Da ist noch einer. Es sind zwei. Sind sie schlafen? Ja, euer ganz eigener Hund. Kann sie aber nicht drauf ansprechen. Beziehungsweise allgemein interagieren. Aber es gibt sicher einen Erfolg dafür. Ich brauche aus der Luft. Ich habe doch keine Chance gegen mich. Wo wollte ich jetzt eigentlich nochmal hin? Ja, ich wollte bloß ins Hotel und gucken, ob ich irgendwie mit den anderen Final Fantasy Charakteren nochmal sprechen. Und danach wollte ich eigentlich wieder auf dem Dampf ins Weiter. Das war was. Und ihr müsst wahrscheinlich 12 Millionen Mal das Minigame machen. Mit dem Raumschiff. Um noch irgendwelche tollen Materialien für mein eigenes Raumschiff zu farmen oder sowas. Weiß ich nicht. Oh, ist doch was. Na gut. Okay. Und packt das Geld ein, was er findet. Wir möchten gehen. Wie komme ich da hoch? Ah, gib was auf die Nuss! Kann ich da aufspringen? Nein, kann ich nicht. Oh Geld. Da ist das Hotel. Mann, wie viel gibt's denn bitte von euch? Es geht auch einfach mal. Danke. Ihr seid sogar hier auf den Gang.
Das war ein bisschen aufdringlich, oder? Okay. Hier können wir nicht rein. Wer ist denn hier? Zimmer, in dem tiefer war und der andere Typ. Jupp, jupp. An Alex hier. Oh. Einfach geplatzt unter meiner Macht. So, da gab es ein Hinterzimmer, oder? Hintergasse. Die Dinger haben einen Balkon. Balkon. Das ist ja interessant. Heißt das natürlich für mich? Können wir da was finden? Ja. Können. Yep. Nein! Ich dachte gerade, ich falle da runter. Zimmer voll Rio. Ich möchte jetzt nicht ins Zimmer voll Rio. Ich möchte daran. Da stopp ich doch nicht. Blut. Blut tut gut. So richtig kräftig. Alle Potion. Komme ich nicht rein. Yep. Was gibt's denn hier? Oh! Hier gibt's Ärger. Es kommt noch härter. Öffnen. Ein Diamant. Hier komme ich mal zum Hotel. Oh! Das ist nicht der Hotelflur. Ach, Donald. Genau. Mann. Ich meine, ich nehme natürlich jede Gelegenheit zum Leveln gerne mit, aber ich möchte auch ein bisschen zuvor vorankommen. Aber da ich sehe, dass es hier wohl für mich nichts mehr zu holen gibt, werde ich gleich einmal zu diesem großen Platz gehen, gucken, ob ich da auch meine Teamfähigkeit nutzen kann und dann geht's ab in Welt 2. Stuff only. Okay. Wie komme ich denn da hinten ran? Das tue ich gerade nicht wissen. Gibt es einen Stadtplan oder sowas? Ich wüsste gerade gern, wie ich nochmal zu dem Bereich komme. Ah, ich weiß wieder. Ich kenne mich damit aus. Der Bereich dahinter. Da sollte ich doch eigentlich locker flockig rankommen können. Ich möchte nur mal kurz die Energie aufladen. Energie. Warum ist es zu? Muss ich wirklich den ganzen Weg von hier nach da und überhaupt laufen? Das ist doch bestimmt ein Rätsel mit den Kerzen hier.
Nur ich möchte nicht auf gut Glück versuchen, hier irgendwelche Rätsel zu lösen, die hier eventuell gar keine sind. Käme ich mir ein bisschen doof vor. Oder ich verpasse was. Kann natürlich auch sein. Na gut, machen wir euch mal kurz platt hier. Gib mal kurz den ganzen Klunker. Ach, wir haben noch keine Zeit für mich. Ich glaube, wenn ich den ganzen Tag hin und her laufe, bin sowas von overpowered, dass ich hier einfach mit einem Schlag den Gegner weghaue. Also Goofy und Donald, ne? Die sind wirklich sehr gut dabei, wenn es heißt, Mana-Punkte rauszuholen. Ja. Rubinschwitter. Ist dieses unbewohnte Haus noch immer unbewohnt? Ja. Sieht ganz so aus. Höp. Und weg bist du. Ich stelle mir schon seit geraumer Zeit die Frage, was machen eigentlich Rubinschwitter? Die müssen wir einfach nachsehen, ne? Aber einfach sammeln reicht doch eigentlich auch aus. Items. Rubinschwitter. Reiner Kampfgeist belebt diesen Splitter. Ein Mogri kann bestimmt weiterhelfen. Okay. Das habe ich gesucht. Triotechnik aktiviert. Bam. Es gab nur Geld. Nur Geld. Es gab auch ein Camper-Set. Ja. Alles klar, lalala. Nee, Leute, echt. Kann ich jetzt hier rein? Bitte auf, ich war gerade irgendwas. Ach, jetzt kann ich hier durch, ja? Sehr schön. Sehr angenehm. Sehr gut aussieht. Fein, fein. Okay, ich habe RS nicht gefunden. Ich habe nicht herausfinden können, wie ich den Weg zu den Höhlen öffne. Naja. Ich habe herausgefunden, wie ich speichern werde. So ungefähr. Gut, gut, gut. Accessoire-Laden, genau. So schreiben wir einfach mal. Schön, schön. Okay, dann geht das bald mal gleich weiter, ne? Dann stürze ich mich gleich mal in die wunderbaren Gummiwelten. Ich muss noch ein bisschen Teil sammeln und daraus hin, wie das geht. Das mache ich dann sozusagen einfach mal offline. Da fliege ich nur hin und her zwischen aller Welt und gucke, was es da so gibt.